Okay, wir haben ja morgen noch Zeit, deswegen machen wir gleich den nächsten Einstieg. Die Psychoanalyse Freuds entstand, wie ich Ihnen in den letzten Vorlesungen wiederholt mitteilte, eben aus einem Erklärungsversuch, wie sich bestimmte Fehlreaktionen der Psyche erklären lassen. Zum Beispiel neurotische Störungen oder Traumata. Hier war es zum Beispiel die Frage, warum das Trauma nicht vergessen werden kann, wodurch die permanente Wiederholung dem Lustprinzip widerspricht. Das Lustprinzip steht nach Reizabfuhr und Reizausgleich, aber im Albtraum fügt die Psyche sich ja selbst Stress zu. Die Psyche muss generell immer auf energiegeladene Eindrücke reagieren, die von außen und von innen auf sie eindringen. Aber gerade dadurch wird die Psyche doppelbödig bzw. in ihrem eigenen Selbstverhältnis löchrig, da diese energiegeladenen Eindrücke nie von der Psyche kognitiv restlos metabolisiert werden, hatte ich jetzt öfters gesagt. Dieser Umstand hilft verstehen, wieso Subjektivität für Jean Laplanche sich wesentlich in einem Raum enigmatischer Begehrens- und Legitimationsstrukturen etabliert. Dort, wo Reize bzw. Energiekranken die Psyche verletzen, können sie das Leben beeinträchtigen und unter anderem schwere neurotische Symptome zeitigen. Natürlich mag es für solche Fehlfunktionen auch rein biologische Erklärungsformen geben, zum Beispiel den Mangel an Neurotransmittern, aber die Psychoanalyse geht erst einmal davon aus, dass solche Ursachen etwas mit den Symbolprozessen zu tun haben, quasi die uns auferlegt wurden als Bedingung der Möglichkeit von kognitiver oder selbstreflexiver Subjektivität. Nun thematisiert Freud an einer sehr berühmten Stelle in dem Werk Jenseits des Lustprinzips genau eine solche Überforderung der Psyche, die wir mehrmals schon eingegangen sind. Und auf diese Stelle möchte ich in den folgenden Minuten noch eingehen. An der Stelle, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, zeigt Freud nämlich nicht, wie die Psyche durch eine Art traumatischer Kleinstverletzung kurzfristig zusammenbricht und eine symptomähnliche Delle davon trägt, sondern er zeigt gerade eine gegenteilige Erfahrung, nämlich wie es gelingen kann, sich über eine Erfahrung von Negativität hinweg durch den Sprung auf eine symbolische Ebene zu retten. Freud entdeckt diesen Umstand an einer Beobachtung, die er an seinem Enkel machte. Freud sieht nämlich, und was er hier beobachtet, ist von mehreren Freud-Rezipienten als Allegorie einer Ursprungsszene kultureller Leistungen des Menschen als Kompensation mit Negativität genannt worden. Freud sieht nämlich, wie sein anderthalbjähriger Sohn seiner Tochter, der bisher wenige verständliche Worte spricht, sich über die Abwesenheit seiner Mutter mit dem Spiel einer Bindfadenspule hinwegtröstet. Das Kind wirft seine Spule von sich und zieht dann die Spule wieder ran und Freud schreibt Folgendes. Das Kind hatte eine Holzspule, die mit einem Bindfaden umwickelt war. Es fiel ihm nie ein, sie zum Beispiel am Boden hinter sich herzuziehen, also Wagen mit ihr zu spielen, sondern es warf die am Faden gehaltene Spule mit großem Geschick über den Rand seines verhängten Bettchens, sodass sie darin verschwand, sagte dazu ein bedeutungsvolles O und zog dann die Spule am Faden wieder aus dem Bett heraus, begrüßte aber deren Erscheinen jetzt mit einem freudigen Da. Das war also das komplette Spiel, Verschwinden und Wiederkommen, wovon man zumeist nur den ersten Akt zu sehen bekam und dieser wurde für sich allein unermüdlich als Spiel wiederholt, obwohl die größere Lust unzweifelhaft den zweiten Akt anhängt. Freud betrachtet dieses Spiel als eine kulturelle Leistung, nämlich als eine Sublimation und eine spielerische Wiederholung des als unangenehm erlebten Fortgehens der Mutter. Freuds These ist, dass das Kind von der Abwesenheit seiner Mutter sozusagen passiv erwischt wurde und jetzt hier einen Signifikanten einführt, mit dem es diese Abwesenheit symbolisch verarbeiten kann oder sogar mit dieser Abwesenheit symbolisch spielen kann. Er schreibt, es war im Zusammenhang mit der großen kulturellen Leistung des Kindes, mit dem von ihm zustande gebrachten Verzicht auf Triebbefriedigung, das Fortgehen der Mutter ohne Sträuben zu gestatten. Es, das Kind, entschädigte sich gleichsam dafür, indem es dasselbe Verschwinden und Wiederkommen mit den ihm erreichbaren Gegenständen selbst in Szene setzte.
Freud stellt sich nun die Frage, wieso das Kind aber diesen Verlust der Mutter nachspielt. Was für einen Sinn hat das, wenn der Mensch, wie gesagt, wesentlich vom Lustprinzip bestimmt ist? Den Verlust der Mutter nachzuinszenieren, müsste doch auch wiederum eine Art negativen Stress beinhalten. Es, das Kind, war dabei passiv, wurde vom Erlebnis betroffen und bringt sich nun in eine aktive Rolle, schreibt Freud. Der Freud-Experte Jonathan Lear von der University of Chicago meint, dass es der Psyche gelingt, sich in Stresssituationen selbst zu unterbrechen. Das Kind überkommt eine Krise der Negativität, eben Mami ist nicht da, und unterbricht seinen Stress durch ein Spiel auf eine symbolische Ebene, auf einer symbolischen Ebene. Die Erfahrung der Negativität wird symbolisch aufgehoben. Das Entscheidende ist bei diesen Momenten, in denen die Psyche sich unterbricht, dass sie sich dabei gleichzeitig über den überwältigenden Eindruck hinweg hilft. Die Psyche des Kindes schafft sich einen zweiten Bedeutungsraum, mit dem es die Stresssituation indirekt abschalten kann. Das Kind schafft eine symbolische Beruhigungsstruktur gegenüber der enigmatisch bleibenden Abwesenheit der Mutter. Jonathan Lear schreibt: If we are trying to respect the child's point of view, we cannot even say that the game is prompted by loss. For it is only after the game is installed that the child will begin to have the concept of loss or absence. Only when the game is established will the loss be a loss for him. The child had been inhabiting a less differentiated field of mother and child. It is this field that is disturbed by the mother's absence. Lear macht also hier eine ganz schöne Beobachtung. Er will darauf hinaus, dass die ursprüngliche Erfahrung der Negativität im eigentlichen Sinne keine Erfahrung war, da sie noch keinen symbolischen Ausdruck fand. Erst mit der Eröffnung des Spiels, also der Spule als Signifikant, als Zeichenträger für die Mutter, bekommt die Negativität eine symbolische Bedeutung durch das Spiel von Abwesenheit und Anwesenheit. Aber diese Bedeutung ist nicht die Erfahrung der Negativität vor dem Spiel für Jonathan Lear. Diese Erfahrung ist im eigentlichen Sinne nicht da, nicht einfangbar. Sie ist quasi retrospektiv erst durch das symbolische Spiel etabliert. Freud interessiert dieses Fortdarspiel seines Enkels auch deshalb, weil ihn Ursprungsmythen von Kulturen oder deren Umgang mit toten Tieren interessieren. Denn auch in diesen Ursprungsmythen sieht er den Umgang von Kulturgemeinschaften mit einer vorhistorischen, vorsymbolischen Stresssituation zum Ausdruck gebracht, die als Stresssituation aber erst quasi retrospektiv durch die Symbolisierung überhaupt erst eingeholt werden kann. Das heißt, Mythen, kulturelle Narrative sind Ausdruck einer vorhistorischen Stresssituation, die als solche aber nicht repräsentiert ist, weil erst die symbolische Verarbeitung quasi auf diesem fehlenden Link aufruht. Aber das betrifft nicht nur antike Kulturen, auf unsere Zeit kann man behaupten, dass zahlreiche Riten einzelner Kulturen auf der Ebene reiner Beschreibung genau das sind, was Freuds Enkel vollzieht, eine Bewältigung von Kontingenz durch ein Ritual, mit denen diese Kontingenz in ein Spiel der Symbole eingeholt wird. Wir haben hier das Paradox, dass der eigentliche Umschlag von Natur zu Kultur nicht benannt werden kann. Warum? Weil die Negativform erst retrospektiv überhaupt repräsentiert werden kann durch die Symbolform, die darauf wie eine Art Neubooten des Subjekts jetzt aber mit einer Symbolform reagiert. Und ein Symptom des Mangels, uns den Naturzustand tatsächlich verständlich zu machen, zeigt sich in all den romantisierenden Vorstellungen von diesem Naturzustand als Paradies. Auch hier sehen Sie, wie Fantasie hineingepumpt wird in einen inneren Antagonismus, genau sich den Naturzustand vorzustellen als einen harmonischen Zustand, der dann vom eher stressbedingten Kulturzustand abgesetzt wird.
Also man kann sowohl auf diese Narrative vom Paradies verweisen, als eine Art Fantasiekonstruktion mit diesem Missing Link, der Negativität einer vorhistorischen Stresserfahrung. Aber man kann auch so etwas wie Jean-Jacques Rousseaus Rede vom Gesellschaftsvertrag nehmen oder der Rede von der Volonté Générale, weil auch hier haben sie eine ähnliche Fantasie mit einer Ursprungsszene. Der Verlust am Ursprung, das heißt die Vertreibung aus dem Paradies, ist nie wirklich, sondern sie entsteht erst nachträglich durch die Symbolisierung. Was angeblich verloren wurde, gab es nicht, denn der Zustand, das Paradies entsteht als Fantasie nur durch den Kulturzustand, das heißt den Eintritt in eine symbolische Ordnung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald. Ich hatte Ihnen gestern, Sie erinnern sich, Freuds Interpretation eines scheinbar unbedeutenden Spieles seines Enkel präsentiert, eben dieses komische Fort-Da-Spiel. Der Enkel warf eine Holzspule immer wieder über den Bettrand und zog sie dann am Bindfaden zu sich zurück. Dieses Spiel mit der Holzspule interessiert Freud, eigentlich so aus kulturtheoretischen Gründen, in erster Linie als eine Art Allegorie dafür, wie der Mensch mit einer vorhistorischen Stresssituation, vorhistorisch in dem Sinne, dass das Kind noch zu klein ist, um eine historische Fähigkeit der Erinnerung zu haben, also als eine Art Allegorie dafür, wie der Mensch mit einer vorhistorischen Stresssituation so umgehen kann, dass daraus ein spielerischer und symbolischer Umgang mit der Negativitätserfahrung wird. Und beim Kleinkind war das eben die Negativitätserfahrung der Abwesenheit der Mutter. Mit anderen Worten, Freuds Enkel findet einen Weg, das Übermaß negativer Erfahrung, also diesen Stress auf einen Gegenstand, die Spule, als einen Signifikanten, als einen Zeichenträger zu überführen. Und damit entsteht eigentlich schon quasi mit einem Schlag die symbolische Welt. Sie brauchen nur einen Signifikanten und durch diesen Signifikanten differenziert sich oder kann das Spiel der Differenzen durch Signifikanten nicht mehr aufhören. Das wird später nochmal in einer Vorlesung deutlich, was ich damit meine. Man könnte daher sagen, Freuds Enkel entdeckte unter dem Einfluss einer Katastrophe die Macht der Fiktion durch die Macht des Symbolischen. Das Kind kann nun in einem sich erweiternden Sinnhorizont ankommen, wo nun nicht mehr nur die Differenz von Mutters Anwesenheit und Abwesenheit den Gefühlshaushalt des Kindes regiert, denn jetzt kann das Kind ja die An- und Abwesenheit symbolisch nachzelebrieren. Aber die symbolisch vermittelte Lebensform, in die das Kind nun einen Schritt mehr eingetreten ist, bleibt trotzdem gleichzeitig ein Raum, der von einer Spur der Abwesenheit markiert ist. Auch wenn, wie die Theoretiker, die ich gleich präsentieren werden, sagen werden, diese Abwesenheit nicht zugegriffen werden kann. Die Anekdote von Freuds Enkel zeigt uns ja gerade, wie das Kind sich aus einer nicht symbolisierbaren Zwangssituation herauszieht durch eine teils kontingente Spielerfindung. Die symbolische Ordnung gab es noch nicht vorher, sie wird evoziert. Damit wird zwar nun der Verlust der Mutter repräsentiert, was aber nicht repräsentiert ist, ist die ursprüngliche Zwangssituation, die das Kind dazu bewogen hatte, die Symbole als Sublimierung zu kreieren. Die symbolische Ordnung ruht so selbst auf einem Unbenannten, einer Kluft oder auf einer Krise auf. Und kleine Anekdote, diese Krise erleben Sie immer bei zum Beispiel gesellschaftlichen Katastrophen, irgendwie ein Bombenattentat oder ein Terroranschlag. Was passiert sofort danach? Unmittelbare Ritualisierung im Umgang mit der Katastrophe. Man findet sich zusammen, stellt Kerzen auf, findet gar keine Überlegung statt, wer das macht, eine sofortige Ritualisierung einer Katastrophe. Der amerikanische Literaturwissenschaftler Eric Sandner beschreibt diesen Umstand in Bezug auf Freud, finde ich sehr treffend. Er schreibt nämlich: The form of life that the child now inhabits, also bewohnt, die Lebensform, die jetzt das Kind bewohnt, is haunted, ist also sozusagen, wird gejagt oder von einem Gespenst, wie von einem Gespenst gejagt, by the trace of a missing link, durch die Spur eines verlorenen oder fehlerhaften, nicht auffindbaren Links, the lack of a signifier for the initial trauma, the namelessness of the rip of in the fabric of life that called forth, excited, the child's creative capacities in the first place.
Und das passt zur Diagnose, die auch Jonathan Lear ebenso von der University of Chicago, der eine Literaturwissenschaftler, der andere Philosoph, macht. Der schreibt, denken, lesen Sie einfach das Großgedruckte. Once the child can experience loss as a loss durch das Spiel, durch die symbolische Form, that is, once the child has established the game, he is no longer experiencing that which was the occasion for the development of the capacity to experience loss. If we think of a name as standing unproblematic for that which it names, then an inaugural act of naming like this always misses its mark. In this sense, facing reality always leaves something out. Ich verstehe das so, dass er sagt, also ebenso wie Sandner, das symbolische Spiel quasi ist zwar Effekt einer Katastrophe, aber diese Katastrophe sozusagen bleibt ein Missing Link, weil sie ist erst nur retrospektiv irgendwie symbolisch einholbar, selber als die Katastrophe auftrat, war sie nicht symbolisch einholbar. Das heißt, die symbolische Ordnung ist eher so etwas wie ein zweites ohne ein erstes, sozusagen, weil die ursprüngliche Erfahrung ja gar nicht symbolisiert war, sie ist ja erst symbolisiert worden, das heißt zu spät. Man könnte dann zusammengefasst sagen, das Fort-Da-Spiel zeigt die Leistung der menschlichen Psyche auf einer rudimentären Ebene in einem Zusammenspiel von Kognition, symbolischer Stellvertretung, Sprache und Kontingenzbewältigung. Es geht um eine erste Kulturleistung in diesem Fort-Da-Spiel. Das Kind meistert Kontingenz, indem es die symbolische Ordnung aufreißt. Es entsteht ein idealer Umgang von Abwesenheit und Anwesenheit, jetzt aber vermittelt durch diese Spule als ein erster Signifikant. Und wie ich Ihnen sagte, sobald ein Signifikant da ist, ist die Welt eine Welt der Signifikanzen, der Differenzen. Im Folgenden möchte ich Ihnen nun zeigen, dass das, was Freud als einen Funktionsmodus der menschlichen Psyche bei seinem Enkel beobachtet, eben die Bewältigung von Kontingenz, Mutter ist da, Mutter ist ab, mal nicht da, durch den Aufriss einer kleinen symbolischen Welt, die virtuelle Eigenschaft verkörpert, auf einer höheren Abstraktionsebene auch in dem Werk von Immanuel Kant aufgewiesen werden kann. Denn auch Kant wird seinen Lesern die These nahelegen, dass sich für uns Menschen eine Welt von Erscheinungen, also Phänomene, die mich jetzt hier umgeben, nur dann aufbaut, wenn diese Welt von Fantasien mitgetragen wird und das Medium dieser Fantasien nennt er die Vernunft, die sich als sogenanntes höheres Vermögen von dem Verstand abgrenzt. Der Verstand erkennt eigentlich nur die einzelnen Dinge, die Vernunft will aber Höheres, will wissen, ja, was erkenne ich denn, in welchem Sinnhorizont überhaupt erkenne ich denn die einzelnen Dinge, und damit beschäftigt sich die Vernunft. Und Kant erwähnt zum Beispiel eine solche Wirklichkeitserkenntnis leitende konstitutive Fiktion relativ früh. Was ist denn los mit dem Ding? Relativ früh in der Kritik der reinen Vernunft. Er spricht nämlich dort von einem Focus Imaginarius. Was meint er damit? Damit meint er, dass unser, die Phänomene um uns erkennender Geist, also die Art und Weise, wie ich etwas erkenne, oder in der Form, in der ich etwas erkenne, immer schon unthematisch, das heißt, ohne sich dessen bewusst zu sein, die Illusion einer potenziell totalitär zu ergründenden Welt immer schon voraussetzt, als Bedingung der Möglichkeit überhaupt etwas zu erkennen. Er will damit sagen, wenn ich etwas Partikuläres erkenne, wie das Mikrofon, dann immer quasi in der Illusion einer Totalität der Welt, in der dieses Mikrofon in meinem Erkenntnisakt mehr oder weniger harmonisch integriert werden kann, obwohl ich auf die Welt sozusagen als den Hintergrund dieser partikulären Erscheinung überhaupt keinen Zugriff habe, weil die Welt ist ein sinnloser Term. Aber die Welt, auf die quasi beziehe ich mich trotzdem indirekt, weil wenn ich die Welt nicht unthematisch mitdenken würde, mit meinem Bezug auf diese einzelne phänomenale Erscheinung, würde, so Kant uns nahelegen, erkenne ich das einzelne Ding gar nicht. Ich muss es ja irgendwie verorten. Ich muss es verorten in einer Totalität, aber die Totalität ist selbst virtuell, eine virtuelle Idee. Sie können sich das, was Kant hier meint, auch am Beispiel einer Konstruktionszeichnung, einer architektonischen Zeichnung vorstellen. Nehmen Sie das, was Kant Focus Imaginarius nennt, einen Konstruktionspunkt, Fluchtpunkt. Dieser Punkt liegt entweder innerhalb oder außerhalb der Zeichnung, das kennen Sie vielleicht von Ihrem Kunstunterricht.
als Fluchtpunkt aller horizontalen Linien, der aber auch die vertikalen Linien mitordnet. Und er hilft einem Architekten beim Zeichnen, insofern durch diesen Zielpunkt die gezeichneten Objekte harmonisch in Größe und Proportion zueinander stehen. Und das tut der Fluchtpunkt eben auch dann noch, wenn er zum Beispiel außerhalb des Bildes angebracht ist. Und das kennen wir auch bei architektonischen Zeichnungen. Der Fluchtpunkt muss ja nicht im Bild sein, der kann auch außerhalb liegen. Und Kant sagt nun etwas ganz Kurioses. Er sagt nämlich, dass unser Geist auch diesen Fiktionspunkt setzt als Zielpunkt unserer Erkenntnisbezüge in einer Welt. Er muss das annehmen, weil sonst dem Partikulären, quasi unserem Verstand, gar nichts in der Welt erschiene, wenn diese Welt nicht unthematisch gesetzt wird als eine Fiktion. Deshalb schreibt Kant, die Idee des Focus Imaginarius gibt unserem erkennenden Verstand eine Ausrichtung auf ein Ziel. Jetzt wird es ein bisschen typisch Kantsche Prosa, nicht immer besonders leicht, keine Wikipedia-Prosa. In Aussicht auf welchen die Richtungslinien all seiner Regeln, also die Regeln unseres Verstandes, die uns befähigen, etwas zu erkennen, in einem Punkt zusammenlaufen, der, ob er nur eine Idee, Focus Imaginarius, jetzt der Term, ist und außerhalb der Grenzen möglicher Erfahrung liegt, kann ich sagen, das ist dieser Fokus, das ist diese Totalität, das ist eine Fantasie. Dennoch diese Idee, dieser Focus Imaginarius dazu dient, Ihnen, das heißt unseren Erfahrungen, die Erfahrung, dass ich hier etwas erkenne, die größte Einheit zu verschaffen. Kant entlehnt bewusst diesen Begriff der Bildtheorie, also eben Focus Imaginaris, wie eine Art Konstruktionspunkt. Und das bringt Peter Barr, die darüber publiziert hat, sehr schön auf den Punkt. Sie schreibt nämlich, der Focus Imaginarius ist jener unsichtbare Fluchtpunkt, an dem sich alle Gegenstände in die richtige Proportion zueinander stellen lassen, wie auf einer architektonischen Zeichnung, und in der ikonografischen Analysen künstlich in ein Bild eingetragen wird, um dessen unsichtbare Ordnungsstruktur offenkundig werden zu lassen. Kant benutzt also den Begriff Focus Imaginarius, um deutlich zu machen, dass unser Verstand, nicht die Vernunft, unser Verstand immer auf eine Erkenntnis, auf eine Art Erkenntnisfluchtpunkt hin ausgerichtet ist, und zwar auch dann, wenn dieser Fluchtpunkt eigentlich nur eine rein fiktive Idee ist. Das heißt, außerhalb der Grenzen der möglichen Erfahrung. Nehmen Sie nochmal die Zeichnung. Kant würde sagen, was mache ich in der Kritik der reinen Vernunft? Ich beschäftige mich damit. Fragen von Gott und dergleichen liegen jenseits der Erfahrung, aber die führt trotzdem Kant ein, weil er sagt, zum Beispiel im Beispiel des Fokus ist nicht Teil der Erfahrung, muss ich aber annehmen, sonst kann ich das Ding hier gar nicht ordnen. Den Bereich meiner Erfahrung, in dem sich der Verstand beschäftigt. Und den analysiert er ja. Aber die Kritik der reinen Vernunft heißt ja Kritik der reinen Vernunft, nicht Kritik des reinen Verstandes. Das heißt, Kant, wir brauchen beides, wir brauchen den Bereich der Erfahrung, auch den Bereich jenseits der Erfahrung, und damit beschäftigt sich die Vernunft, nicht der Verstand. Nur eine ganz Randbemerkung, das hören Sie sicher noch in 3, 4 anderen Vorlesungen. Der Focus Imaginarius ist, wie gesagt, nicht konstitutiver Teil eines Gemäldes, aber in der Konzentration auf diesen unsichtbaren Fluchtpunkt entstehen allererst Proportionen auf dem Bild. Ich erwähne hier Kants Rede vom Focus Imaginaris, um Ihnen deutlich zu machen, inwiefern er uns ein Konzept eines transzendentalen Scheins offenlegt. Denken Sie an die Spule bei Freuds Enkel, ist auch eine Art Schein. Mit anderen Worten, Kant entdeckt die Idee einer regulativen Täuschung, mit der er den Skeptiker widerlegen möchte, der glaubt, dass der Begriff der Welt einfach nur falsch sei und sinnlos sei. Das weiß natürlich Kant auch, dass der Begriff sinnlos ist. Der Begriff der Welt. Wenn Sie zum Beispiel das Buch von Marcus Garvey kennen, warum es die Welt nicht gibt, das ist also seine These, die Welt gibt es nicht, weil wir keinen Zugriff auf diesen Gegenstand haben und der Begriff Welt ein sinnloser Term ist, dann verstehen Sie eventuell, was Kant hier meint. Er würde nämlich sagen, dass es die Welt als Totalität natürlich gar nicht geben kann. Wir können nicht aus dem Kosmos aussteigen. Aber er betont dennoch, dass wir an diese Fiktion gebunden sind in unseren Erkenntnisprozessen. Das heißt, ich muss die Welt irgendwie annehmen, weiterhin annehmen. Kant legt uns nahe zu denken, dass die Welt sehr wohl ein großes Blendwerk sein mag, das heißt, aus Vielheiten von Vielheiten besteht ein einziges Chaos,
und in dem Sinne nie tatsächlich wirklich unter eine theoretische oder philosophische Ordnung gebracht werden kann. Aber er geht davon aus, trotzdem unser Verstand hat diese Illusion, nein, das gibt's, wir haben immer einen Zielpunkt, wir glauben trotzdem alle möglichen Theorien in Wissenschaft, theoretischer Philosophie oder in der Naturwissenschaften und der Philosophie trotzdem in eine einheitliche Theorie eventuell eines Tages mal unterbringen zu können. Oder etwas komplexer, für diejenigen, die schon Kant kennen, ausgedrückt, die Totalitätsillusion einer Welt, in Anführungszeichen, unterstellt als Numinon einen Sinn im Mannigfaltigen der Phänomena. Das heißt, die Illusion der Welt hält unsere Erscheinungsweise in gewissem Sinne aufrecht, gibt ihr einen Sinn, obwohl wir auf den Begriff des Sinns eigentlich keinen Zugriff haben. In dem Sinne ist eben der Focus Imaginarius eine transzendentale Illusion, also eine Illusion, die heißt, sie verweist uns auf die Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis. Das heißt transzendental. Was sind die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis? Der Focus Imaginarius ist so etwas wie eine transzendentale Illusion, eine Illusion, die wir brauchen. Machen wir noch einmal den Bezug zu Freud. So wie Freuds Enkel mit der Spule die abwesende Mutter symbolisch einfängt in Anführungszeichen, und ihr kontingentes, beliebiges Weggehen kontrollieren kann, jetzt als eine Art symbolisches Spiel von Abwesenheit und Anwesenheit, so behauptet Kant, dass der Verstand in seiner Erkenntnisleistung auf das höhere Vermögen der Vernunft angewiesen ist, da die Vernunft ihm, dem Verstand, immer wieder Fiktionen quasi injiziert, die unsere Erfahrungswelt erst zusammenhalten. Kant erwähnt mindestens 4 solcher Ideen bzw. Erkenntnis- und handlungskonstitutiven Fiktionen. Von denen werden Sie nur sicher eben noch in anderen Vorlesungen hören. Dazu gehört, habe ich hier nochmal aufgelistet, Freiheit des Willens, Unsterblichkeit der Seele, und er erklärt in allen möglichen Kapiteln, was das damit auf sich hat, Welt auch, habe ich jetzt hier nicht aufgelistet, und Gott. Aber auch wenn Kant vom Reich der Zwecke oder von einer Zielgerichtetheit einer sich entwickelnden Natur spricht, dann weiß er darum, dass hier die Rede vom Ziel, also von einer zielgerichteten, prozessteleologischen Ausgestaltung von Natur auch wiederum wesentlich auch natürlich eine Idee ist. Wir wissen nicht, dass es wirklich eine grundlegende Ordnungsidee in der Natur gibt. Man kann die Natur ja auch als ein reines Chaos beschreiben, aber gleichzeitig sehen wir, dass es auch bestimmte Ordnungsprozesse in der Natur gibt. Also so wie das Kind die Kontingenz der Abwesenheit der Mutter symbolisch kompensiert und nun ihr kontingentes, beliebiges Weggehen kontrollieren kann, so injiziert das Vermögen der Vernunft, die dem Verstand denknotwendige Vision einer virtuellen Erkenntnis fülle, weil wir wollen als Menschen die Wirklichkeit in ihrer Gänze erkennen, deswegen sitzen sie wahrscheinlich auch hier, ebenso wie die Idee einer moralisch erlösbaren Menschheit im Reich der Zwecke, weil in der Regel wollen sie vielleicht auch etwas über Werte erfahren und sie wollen eventuell auch wissen, ob es diese Werte tatsächlich gibt. Das Kleinkind bei Freud krallt sich an das Symbol, nachdem es passiv von der Abwesenheit der Mutter quasi geängstigt wird, so wie dem Verstand in der Konfrontation mit einer immer wieder vollkommen kontingenten, also beliebigen Welt, die scheinbar nicht immer geordnet ist, die virtuellen Welten der Vernunft zu Hilfe kommen und dann quasi doch in der Konfrontation mit Kontingenz die Vernunft quasi aufrechterhalten, eben durch die regulativen Ideen. Zum Beispiel durch den Focus Imaginarius, der mir die Illusion einer Totalitätserfahrung von Welt gibt, zumindest in der Zukunft der Forschung. Oder noch einmal auf den Punkt gebracht, mit Hilfe von Kants diversen Postulaten der Vernunft, das höhere Vermögen, der Verstand ist geprägt oder wird von Kant analysiert von seinen Kategorien her, die Vernunft von ihren Ideen her. Mit Hilfe von Kants diversen Postulaten der Vernunft als höherem Vermögen, Gott, Freiheit und Sterblichkeit der Seele, Welt, aber auch Teleologie in der Natur, da ist ein teleologischer Prozess. Es gibt so etwas wie ein Reich der Zwecke, der Moral. Wird dem menschlichen Verstand die Glocke einer idealen Weltharmonie übergestülpt, ohne dass wir das eigentlich
wissen oder absichtlich machen, sondern wir sind eingebunden in diese Struktur unseres Geistes. Und das gibt ihm die Möglichkeit, visionär auf einen Horizont des Nicht-Kontingenten, des ewigen, guten, schönen, jeden Tag neu zuzugehen. Am Anfang der Welt von Freuds Enkel stoßen wir auf eine Art Selbstbetrug. So kann man es ja interpretieren. Als Bedingung sozialer Kohärenz, sozialer Totalität fungiert dieser Selbstbetrug im Sinne eines stresslösenden Effekts. In einem gewissen Sinne kann das, was hier Freud am Beispiel des Kindes aufweist, eben auch bei Kant wiederentdeckt werden. Denn mit dem Focus Imaginarius löst Kant die Spannungen der Antinomien der Vernunft, muss jetzt erstmal nicht interessieren, mit Hilfe der sogenannten regulativen Ideen. Ob es die Welt als Totalität gibt, also die Welt da draußen, wissen wir nicht, da wir keine Erfahrung über die Grenzen des Universums machen können. Dann wäre wieder die Frage, wenn wir diese Grenzen machen könnten, ja, was ist denn jenseits der Grenzen? Aber unabhängig davon muss unsere Vernunft diese Totalität postulieren. Kant entdeckt als notwendig, dass unsere Vernunft in Fragen von Erkenntnis und in Fragen der Moral an selbst auferlegte und selbst denknotwendig anzuerkennende Fiktion gebunden ist. Diese Fiktionen haben transzendentalen Charakter. Erinnern Sie sich transzendental, sie sind Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnisprozessen, von Fragen moralischen Handelns. Das heißt, sie sind die Bedingung der Möglichkeit des Funktionierens von Erkenntnisansprüchen und von Ansprüchen der praktischen Vernunft. Und die praktische Vernunft setzt sich eben mit den Fragen, nach welchen moralischen Kriterien sollen wir handeln, auseinander. Kants Werk ist voll solcher Denkmodelle, die einen ähnlichen Effekt zeitigen wie die Spule bei Freuds Enkel, Illusion, Virtualitäten zur Bewältigung von Kontingenz und Chaos. Und das macht folgendes Zitat nochmal deutlich, aus der Grundlegung der Metaphysik der Sitten. Kant schreibt, die Teleologie, also vom Wort Telos, Ziel, das heißt die Erklärung von Fortschrittsprozessen in der Natur auf ein Ziel hin, erwägt die Natur als ein Reich der Zwecke. Die Moral erwägt ihrerseits ein mögliches Reich der Zwecke als ein Reich der Natur. Dort, im ersten Bereich, demjenigen der Naturuntersuchung mit ihrer teleologischen Ausrichtung, ist das Reich der Zwecke eine theoretische Idee. Hier im Bereich der Moralbestimmung ist es eine praktische Idee, wieder eine Idee. Um das, was nicht da ist, Moral ist eigentlich nicht in der Natur auffindbar, wie ein Objekt, aber durch unser Tun und Lassen wirklich werden kann, und zwar eben dieser Idee gemäß, diese auch dann zustande zu bringen. Also Kant beschreibt hier zwei Ideen, die unser theoretisches und unser moralisches Handeln begleiten. Aber wie gesagt, Ideen sind auch virtuelle Momente, sind Postulate, aber Bedingungen der Möglichkeit. Die erste Idee ist diejenige einer Natur als geordnetes und fein abgestimmtes Reich der Zwecke. Also, dass ich den Eindruck habe, die Dinge sind wirklich in sich geordnet. Ich kann diverse Prozesse ineinander übergehen lassen, ich kann eine Theorie darüber aufbauen. Diese adoptieren wir nahezu automatisch, um zum Beispiel Evolutionsprozesse als sinnvollen Prozess und die Natur mehr oder weniger als harmonisches Ganzes zu verstehen. Das tut zum Beispiel Daniel Dennett, der Evolutionstheoretiker im Bereich der Philosophie des Geistes, sein jüngstes Buch From Bacteria to Bach, um deutlich zu machen, also sein naturalistisches Weltbild. Die ganze Natur ist ein geordnetes Weltbild oder eine geordnete Struktur. Und es ist überhaupt nicht widersprüchlich, dass wir in dieser Natur Prozesse haben, die eventuell bei Bakterien beginnen und dann zu hochkomplexen künstlerischen Leistungen kommen, wie dies Kantaten oder was weiß ich, Konzerte von Bach sind. Die zweite Idee, also die Idee quasi eines moralischen Reichs der Zwecke oder moralischer Ideen, brauchen wir, um uns als moralisch handelnde Subjekte verstehen zu können. Kant sagt aber, es kann sein, dass wir nie moralisch, jemals einmal moralisch gehandelt haben, und dennoch müssen wir den Glauben aufrechterhalten, dass wir zum moralischen Maxim fähig sind, obwohl wir in der Welt dafür keinen empirischen Beweis bekommen. Selbst Mutter Teresa kann aus Kants Sicht aus vollkommen pathologischen Beweggründen ihre gute Arbeit geleistet haben. Das heißt für Kant gar nichts.
Ein gutes Werk verweist nicht auf eine moralische Maxime, die dahinter steht. Also die zweite Idee brauchen wir, um uns als moralisch handelnde Subjekte verstehen zu können. Kant sagt das ganz, ganz deutlich, die Idee der Moral kann uns helfen, etwas zur Wirklichkeit werden zu lassen, was wir eigentlich nie in der Welt entdecken. Aber er sagt, wir müssen das annehmen, weil sonst können wir uns auch als Sozialwesen nicht mehr ernst nehmen. Wir gehen davon aus, dass wir alle einen moralischen Willen haben, selbst wenn es keinen einzigen empirischen Beweis, nur teilweise Indizien in der Historie, sagt er. Es mag Indizien geben, aber quasi keinen empirischen Beweis in der Welt dafür gibt, dass wir tatsächlich jemals eine einzelne moralische Maxime verwirklicht haben. Aber auch mal um den Punkt deutlich zu machen, an keiner Stelle für die Verteidigung dieser regulativen Ideen, also wofür das höhere Vermögen der Vernunft steht, macht Kant je einen Verweis auf zum Beispiel ein theologisches Argument, sondern er macht immer ein transzendentales Argument. Selbst sein Glaube an Gott ist eine reine transzendentale Denknotwendigkeit, um so etwas wie ein moralisches Handeln rechtfertigen zu können. Er sagt damit nicht, dass wir Gott irgendwie bewiesen haben, sondern wir müssen ihn postulieren. Man kann daher sagen, dass Kant mit seinen Postulaten, also diesen Phantasmagorien, die die Vernunft in unseren Verstand injiziert, quasi nur in dieser Kopplung wir erkennende, aber auch moralisch handelnde Wesen sein können, im Sinne von Freud so etwas wie Holzspulen in unseren Verstand setzt, ohne die wir Kant zufolge weder uns unser Erkennen noch unser moralisches Handeln erklären können. Diese Postulate konstituieren als virtuelle Ideen, als Fantasieobjekte, als Fiktionsbausteine unseres Geistes erst die Objektivität von Objekten vor uns. Diese Ideen sind aber, wie Kant explizit sagt, bloß subjektive Funktionen von Vorstellungen. Diese Ideen gibt es nicht objektiv da draußen, wir entdecken nicht die Welt, wir entdecken da draußen nicht den freien Willen, wir entdecken auch nicht Gott und wir entdecken auch nicht die Unsterblichkeit der Seele. Das sind alles keine Dinge, die wir einfach quasi als objektive Gegenstände verobjektivieren und damit auffinden könnte, sondern es sind subjektive Funktionen von Vorstellungen, aber eben transzendental Bedingung der Möglichkeit. Man könnte folglich mit dem Kant-Experten Michael Stettler über Kant sagen, etwas polemisch, aber ich finde es sehr treffend ausgedrückt, die Gewissheit der Wirklichkeit Gottes als Postulat oder als Fiktion oder als, ja, ist eigentlich die Gewissheit der Wirklichkeit von nichts bestimmt, von nichts Bestimmten, von nichts. Das ist natürlich irgendwie paradox, eine Bestimmtheit von nichts, was soll das sein? Kant sagt sogar am Ende der Kritik der praktischen Vernunft, eine absolute Gewissheit der Existenz Gottes würde der Moral schaden. Deshalb müsste statt Gewissheit der Existenz Gottes umgewandelt werden in Hoffnung auf die Existenz Gottes. Also nur unter dieser Prämisse, nicht Gewissheit der Existenz Gottes, sondern Hoffnung auf die Existenz Gottes, können wir uns als moralische Wesen entfalten und damit auch einen gewissen Freiheitsbegriff verwirklichen. Die Welt beweist permanent einen Horror von Umständen. Kennen wir alle, wenn wir die hochgeistigen Sendungen wie Tagesschau oder Tagesthemen sehen. Welthunger, immer mehr Autos, schmelzende Gletscher, Ökokatastrophen und dergleichen. Und doch glauben wir Menschen kurioserweise daran, die Zweckmäßigkeit der Natur zu bewahren durch bessere Umwelttechnik und dergleichen. Das heißt, auch hier sind wir von der Fantasie eines Fortschritts getragen, obwohl wir auf zahlreichen Ebenen unserer Praxis diesen Fortschritt eigentlich nicht umsetzen oder scheinbar zu spät umsetzen. Und trotzdem glaube ich, wenn Sie allzu zynisch mit diesen Fragen umgehen und das zum Beispiel hier, wenn ich es manchmal tue, am Mittagstisch im Bergmanns Kolleg so etwas zynische, pessimistische Thesen vertrete, dann erstickt das Gespräch. Und es ist vollkommen zu Recht, weil mit dieser Haltung können Sie eigentlich das Gespräch nicht mehr weiterführen. Dann geraten Sie in eine Einbahnstraße und vollkommen zu Recht, weil wir in dem Sinne nicht diese Fantasien können eines Fortschritts einfach ausstreichen könnten, weil dann wären Sie nur noch ein Zyniker und können dann eigentlich auch nicht mehr irgendwie konstruktiv über eine bessere Zukunft mit anderen Menschen diskutieren. Das heißt, auch da sehen Sie nochmal, selbst wenn es nicht gut aussieht, unsere Fantasie weiterhin hineinprojiziert in unsere Welt, selbst wenn unsere Praktiken scheinbar unsere Fantasien eigentlich widersprechen.
Ich fasse unseren Gedankengang noch einmal zusammen. Freud zeigt in seiner Interpretation des Fortdarspiels, das ist ja nur eine Allegorie für eine Kulturleistung, die Leistung der menschlichen Psyche auf einer rudimentären Ebene in einem Zusammenspiel von Kontingenz, symbolischer Stellvertretung, Sprache und Kontingenzbewältigung. Das findet dort statt. Es geht um eine erste Inkulturationsleistung eines Kleinkindes. Das Kind meistert eben Kontingenz, indem es eine minimale symbolische Ordnung aufreißt, nur aufgehängt erstmal an diesem einen Signifikanten der Spule. Schon dadurch entsteht eine Art idealer Umgang von Abwesenheit und Anwesenheit, eine Bewältigung, damit eben diese Erfahrung nicht mehr als traumatisch oder als belastend erlebt werden kann. Nun ist quasi das Subjekt der Herr der symbolischen Ordnung, die das inszeniert. Auf einer höheren Abstraktionsebene kann man das, was Freud als Funktionsmodus der Psyche interpretiert, als einen Funktionsmodus der menschlichen Vernunft herausarbeiten, wie Kant dies tut. Die Idee der praktischen Vernunft erweisen sich, oder die Ideen der praktischen Vernunft erweisen sich als Bedingung der Syntheseleistung des Verstandes und des praktischen Willens, unseres moralischen Handelns. Daher kann man schreiben, so wie das Kind mit der Spule die Mutter symbolisch hat oder aufgehoben hat und nun ihr kontingentes, beliebiges Weggehen kontrollieren kann, so behauptet Kant, dass der Verstand in seiner Erkenntnisleistung und in seiner moralischen Freiheit auf das höhere Vermögen der Vernunft verwiesen wird, ein Vermögen, das ihm denknotwendige Visionen einer virtuellen Erkenntnisfülle ebenso wie die einer moralisch erlösten Menschheit injiziert. Also nochmal, um es ganz deutlich zu machen. So wie das Kind mit der Spule die Mutter symbolisch hat und nun ihr kontingentes, beliebiges Weggehen kontrollieren kann, so behauptet Kant, dass der Verstand in seiner Erkenntnisleistung und in seiner moralischen Freiheit auf das höhere Vermögen der Vernunft verwiesen wird. Eben ein Vermögen, das ihm denknotwendige Vision einer virtuellen Erkenntnisfülle. Ich will die Wirklichkeit im Ganzen erkennen. Ich will nicht nur dumm bleiben, im Ausschnitt. Ich will wissen, worum es im Ganzen geht. Ebenso wie die einer moralisch erlösten Menschheit injiziert. Ich möchte weiterhin daran glauben, dass wir nach moralischen Maximen leben können, selbst wenn ich den Eindruck habe, gerade, dass das nur in seltenen Fällen wirklich gelebt werden kann. Das Kleinkind krallt sich an das Symbol, sowie dem Verstand in der Konfrontation mit der Kontingenz der Welt, die virtuellen Welten der Vernunft sozusagen zu Hilfe kommen. Kant erfindet diese nicht, er entdeckt sie als Bedingung der Möglichkeit und so wird dem menschlichen Verstand die Glocke einer idealen Weltharmonie quasi indirekt übergestülpt, aber eben als Bedingung der Möglichkeit, jeden Tag neu, trotz kontingenter Erfahrung von Chaos und Überdeterminierung, jeden Tag neu auf einen Horizont des Nicht-Kontingenten, des Ewigen, des Guten und des Schönen neu zugehen zu können. Vielleicht noch abschließend. Sie sehen also, wie mit den regulativen Ideen oder den sogenannten Postulaten der Vernunft Kant auch natürlich in der Tradition Platons steht, eben Platons Ideenlehre eingebunden wird in eine Transzendentalphilosophie. Man versteht auch dann, warum es überhaupt so etwas wie eine Ideenlehre kommt, so eine Weltverdopplung. Es gibt die Ideen von bestimmten abstrakten Entitäten. Eben aus der Erfahrung heraus, dass die Welt, in der wir leben, mehr oder weniger kontingent ist, eine Welt des Werdens und Vergehens. Was wird, ist vorher nichts, was vergeht, ist nachher nichts. Wie kann es überhaupt in dieser Welt, in der wir leben, quasi so etwas wie Konstanten geben, zum Beispiel Werte oder Wertenormen, die über die Kontingenz historischer Prozesse hinweg gleich bleiben. Und die Ideenlehre ist ja ein Versuch, quasi die Welt des Werdens und Vergehens rückzukoppeln an diese Universalien. Und bei Kant begegnen uns halt diese Universalien jetzt im Gewand der Transzendentalphilosophie. Sie werden nicht mehr im klassischen theologischen Verständnis auf Gott zum Beispiel projiziert, sondern er sagt, das sind Ideen, die sind unserem Verstand inhärent. Wenn diese Ideen nicht in unserem Verstand inhärent wären, dann wären wir mit zu viel Kontingenz konfrontiert und man könnte sagen eigentlich, dass die Ideen in unserem Verstand sind, sozusagen von der Vernunft initiiert,
scheint irgendwie ein evolutionärer Vorteil für unsere Genese gewesen zu sein. Das heißt, ohne die Ideen kann man sich vorstellen, dass unsere Spezies nicht so weit sich entwickelt hätte, wie immer jetzt auch weit ausgelegt werden möchte. Okay, vielleicht noch 5 Minuten Zwischenfragen und dann geht es weiter mit dem nächsten Block. Ja, genau. Es ist immer von Fiktionen die Rede, dass diese Fiktionen notwendig für bestimmte Dinge sind, dass Erfahrungen machen können, dass wir irgendwie wieder mit Erlebnissen umgehen können in der Welt und vielleicht finden können und sowas. Aber woher kann man wissen, dass es Fiktionen sind? Oder müsste man dafür nicht wissen oder zeigen können, dass es notwendig Fiktionen sind? Ja, das meine ich ja. Also es sind notwendige Fiktionen, das ist jetzt sozusagen die Idee der Transzendentalphilosophie in der Rede von diesen Ideen. Warum sie Fiktion sind, Fiktion klingt negativ, also sozusagen sie erweisen sich als Bedingung der Möglichkeit, der Verweis soll ja nur deutlich machen, dass sie diese Ideen nicht im Bereich des Empirischen finden. Und in dem Sinne sind sie virtuell, sagen wir mal, wenn sie heiraten und Liebe gestehen ihrer Partnerin oder ihrem Partner, dann ist das auch irgendwie eine Idee. Ja, dann, diese Liebe können Sie jetzt auch nicht empirisch irgendwie verifizieren, sondern die verifiziert sich in einer Lebensform oder in einer Treue dann. Ja, aber es ist natürlich, kann ja sein, dass Ihre Partnerin Sie betrogen hat oder Ihr Partner, und dann stellt sich heraus, scheint mit seiner Idee was nicht gestimmt zu haben. Ja, mit der Idee, von der ich glaubte, dass das eine Idee war. Das heißt, also Ideen sind virtuelle Momente schlicht und einfach, weil sie diese Idee nicht empirisch unter ein Mikroskop bringen können, wie sie, ein Elektron unter ein Mikroskop bringen können. Noch dazu und dann. Ja, aber wenn ich jetzt mal nachfrage, wenn ich eine fiktive Liebe gestehe, dann heißt es doch, dass ich eigentlich was Kontrafaktisches sage, dass ich die Liebe. Ja, genau, aber da sehen Sie, dass sozusagen der Sozialvertrag verpflichtet uns auf eine Fiktion unter der Bedingung, dass wir glauben, dass es keine Fiktion ist. Ja? Der Geldschein verpflichtet Sie auch auf eine Fiktion, dass Sie glauben, dass das 100 Euro sind, aber Finanzkrisen können Sie eben belehren oder die Untreue eines Partners kann Sie belehren, dass Sie eben scheinbar nicht auf eine Grundstruktur der Wirklichkeit gestoßen sind in dem, was Ihre Partnerin oder Ihr Partner Ihnen gesagt hat. Überhaupt in diesem Raum des geteilten von Nehmen und Geben von Gründen in der kollektiven Unterwerfung unter eine Sozialstruktur, weil diese Veranstaltung könnte ich jetzt nicht mit einem Kindergarten hier durchführen. Schlicht und einfach, weil die nicht subjektiviert sind in dem Sinne, wie Sie jetzt quasi als kognitive Wesen mit diversen Datenpaketen versorgt wurden, dass Sie hier sitzen und eventuell meine Kognition verstehen können. Aber nur auf dieser Ebene, geteilter Meme, Ideen, Begriffe, treten kann ich auch Ihnen nur gegenüberstehen. Verstehen Sie, wir haben nie eine Symbiose unserer Seelen. Ja, ich habe keinen Einblick in Ihre Seele ist. Das heißt, wir können nie quasi als Seelenverwandtschaft Wesen irgendwie miteinander kommunizieren. Wir können nur über den Signifikanten kommunizieren. Und der Signifikant ist überdeterminiert, der hat Sie irgendwie entfremdet, mich entfremdet. Gott sei Dank, sonst könnten wir uns nicht über zum Beispiel die Entfremdung von Signifikanten hier austauschen.